Bei einem Schatz denken wir meist an etwas Glänzendes. Etwas, das funkelt und schimmert und schier unerreichbar scheint. Was aber, wenn Schätze ganz anders aussehen und dort verborgen liegen, wo wir sie gar nicht vermuten? Also jedes unbekannte biologische System, das man nicht vollständig versteht, ist ein Schatz, den man heben kann. Also wir sind sowas wie Schatzsucher. Ja, es ist, Schatzsuche ist ja was Schwieriges. Und auch die Suche nach den Substanzen ist jetzt nicht schwierig, aber der Versuch, die Substanzen da wieder rauszuholen, das ist tatsächlich sehr schwierig. Wie oft mussten wir zur Sonne schauen, bis wir erkannten, dass wir ihre Energie nutzen können? Wie lange haben wir dem Wind gelauscht, bis wir es verstanden, uns seine Kraft zu eigen zu machen? Heute haben wir Windräder und Solarzellen, die Energie erzeugen, aber wir spülen noch immer Unmengen von biologischem Material das Klo herunter. Lohnt es sich nicht, hier auch auf Schatzsuche zu gehen? C'est exactement ce que je dis à mes enfants. Quand on leur demande ce que fait leur père comme métier, je leur dis de répondre que je suis magicien et que je transforme la merde en or. Also mal ganz von vorn. Oder hinten. Wir alle müssen mal. Schließlich konsumieren wir auch jede Menge Nahrung. Zwischen 50 und 500 Gramm schwer ist unser Geschäft. Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von rund 80 Jahren und einer durchschnittlichen Menge von 200 Gramm Kot am Tag sind das über 5 Tonnen Kot im Leben. Ungefähr so viel wie das Gewicht von 5 ausgewachsenen Spitzmaulnashörnern. Meistens aber interessiert uns das, was wir da absondern, ja nicht gerade besonders. Im Gegenteil, allein der Geruch. Darum Fenster auf, Lüftung an und dann wird in der Regel kein Wort mehr darüber verloren. Bloß weg damit. Das stinkt doch schon gewaltig nach zu wenig Beachtung. Sind wir etwa zu kotblind? Die Natur lebt normalerweise in Kreisläufen. Und was wir eigentlich machen, ist das Ganze aus dem Kreislauf entfernen. Deswegen ist es schon eigentlich besser, drauf zu gucken, dass man mit dem auch was macht, auch wenn es noch so eklig ist. Aber dafür müssten wir uns unserem Kot annähern. Ruft die Forschung dazu einen Tabubruch auf? Einem Tabubruch, den das Kino längst in perfekter Inszenierung begangen hat? Das war 1996 im Film Trainspotting, als Ewan McGregor auf der schlimmsten Toilette Schottlands seine Fäkalien nach 2 Zäpfchen absuchte. Sollen wir nun alle zu Toilettentieftauchern werden und unseren Kot nach wertvollen Dingen untersuchen? Das widerspräche doch in jeder Hinsicht unserer Vorstellung von Hygiene. C'est un moment un petit peu intime d'une personne à l'autre. C'est très différent. Certaines personnes vont rester quelques minutes, d'autres vont rester beaucoup plus longtemps. Les toilettes peuvent être presque un salon de lecture pour certains. C'est sûr que idéalement, il ne faut pas rester aux toilettes trop longtemps. Normalement, quelques minutes, ça devrait suffire. Il y a aussi la problématique de la position sur les toilettes. Wir sind gut beraten, dem Drang des großen Geschäfts nicht nur möglichst sofort nachzugehen, sondern es im Idealfall sogar in 30 Sekunden erledigt zu haben. Da kann unsere Sitzhaltung schon mal zum Problem werden. Denn sie führt dazu, dass ein Muskelbündel den Enddarm abdrückt. Das verhindert einen guten Durchlauf. Deshalb einfach mal die Füße auf einen Hocker stellen. Und schon flutscht's. Zurück zum Ekel. Wir haben euch gefragt, wie viel Aufmerksamkeit widmet ihr euren Fäkalien? 15% verstehen sich als wahre Forschende, 21% wollen lieber nichts damit zu tun haben, die meisten riskieren zwar mal einen Blick, aber auch nicht mehr. Dabei haben wir in unserem Leben nicht immer solche Berührungsängste. In der sogenannten analen Phase spielen Kleinkinder auch mit ihren Hinterlassenschaften. Daran kann und will sich nur niemand so recht erinnern. Ist unser Ekel also nur ein anerzogenes Tabu? D'abord, depuis finalement la nuit des temps, on a appris à mettre les selles à côté, à les enlever, les mettre le plus loin possible des hommes, parce que ça peut être un vecteur de maladie. Bevor es die Kanalisation gab, glichen unsere Städte eher einem Plumpsklo. Cholera und andere Erreger breiteten sich ungehindert aus. Laut einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation leiden heute mindestens 2 Milliarden Menschen weltweit unter verunreinigtem Trinkwasser durch Fäkalien. Viele Tote sind die Folge. Der Ekel vor unseren Fäkalien ist also nachvollziehbar. Neben dem ganzen Übel steckt aber auch echtes Potenzial im Kot.
Dans ces selles, on a le microbiote intestinal et donc des bactéries, des champignons, beaucoup de micro-organismes qui sont très utiles à notre santé. Et donc, ces dernières années, on redécouvre que dans ce microbiote intestinal, dans ces selles, eh bien, il y a des composants qui sont peut-être bénéfiques. Et dans la médecine actuelle, on essaye d'identifier ce qui est bénéfique pour peut-être en faire des médicaments. Schwer vorstellbar, dass das, was wir da von uns lassen, irgendetwas Nützliches oder Wertvolles beinhalten könnte. Zum Glück gibt es Leute, die nicht davor zurückschrecken, sich intensiver damit auseinanderzusetzen. Mag es auch noch so eklig sein. Jeder, der schon mal seinen Stuhl angeguckt hat, sieht es ja im Grunde genommen. Da gibt es ja auch, das kann man auch vermessen, wie das dann in seiner Konsistenz aussieht. Und da hat man, würde ich mal sagen, 60% Bakterienmasse. Und dann kommt eben Fasermaterial obendrauf. Unsere Ausscheidungen erzählen uns also etwas über die vielen kleinen Organismen, die unseren Darm besiedeln. Aber was haben wir davon? Pour notre digestion, nous avons besoin des bactéries de notre intestin. Si on n'avait pas ce microbiote intestinal, notre digestion serait peu efficace parce qu'un certain nombre d'aliments que l'on ingère, notamment les fibres végétales, dans les fruits, les légumes, eh bien, nos cellules humaines ne sont pas capables de les digérer et ce sont les bactéries du côlon qui vont les digérer pour nous. Obst, Gemüse und andere Nahrungsmittel mit vielen Ballaststoffen wären ansonsten für uns nur schwer verdaulich. Ohne die winzigen Mitbewohner in unserem Darm wären wir aber auch an anderen Stellen ziemlich aufgeschmissen. Wir werden kolonisiert. Und natürlich ist die Art und Weise, wie wir kolonisiert werden, entscheidend darüber, wie unser Immunsystem, Stoffwechsel, Nervensystem trainiert und interagiert. Wir kommen zur Welt, geschützt durch das Immunsystem unserer Mutter. Aber vom Zeitpunkt unserer Geburt an besiedeln unzählige Mikroorganismen unseren Darm und sorgen dafür, dass wir mit all dem fertig werden, was wir so in uns hineinstopfen. So entsteht in unserem Inneren das Mikrobiom des Darms. Ein gigantisches Universum. Das ist wie wenn man mit dem Teleskop ins Weltall guckt und Galaxien sieht. Ja, dann sehen wir auch Galaxien in diesem mikrobiellen Ökosystem. Und hier sind wir relativ vergleichbar. Ja? Aber wenn man das dann runterbricht auf den Bakterienstamm, sind wir komplett unterschiedlich. Und zwar auch schon wir hier. Das Mikrobiom meint die individuelle Mikrobiota und deren Aktivität und Wechselwirkung in unserem Darm. Es hat schätzungsweise 500 Mal so viele Gene wie das menschliche Genom. Viele seiner Bestandteile sind noch unerforscht. Aber weil sie für unsere Gesundheit eine so bedeutsame Rolle spielen, sind sie mittlerweile ein hochinteressantes medizinisches Forschungsfeld. Ce microbiote, s'il est altéré, il peut nous rendre malade. On sait aujourd'hui que les altérations du microbiote, notamment liées à notre mode de vie occidental, vont jouer un rôle dans l'émergence de maladies comme le diabète, l'obésité, les maladies inflammatoires de l'intestin, peut-être même dans la susceptibilité aux infections, on voit des associations troublantes avec, par exemple, le risque de développer une forme grave d'infection par le virus de la grippe ou même par le virus du Covid. Haben wir den mikrobiellen Schatz in uns vielleicht zu lange vernachlässigt? Um das zu verstehen, müssen wir ein ganzes Stück in der Geschichte zurückgehen. Zu den Exkrementen unserer Vorfahren. Man kann die Kotproben als eine Art Schatzkarte betrachten oder als eine Schatztruhe mit großen Stücken Gold, die eine etwas andere Farbe haben. Weil sie eben uns so viele Möglichkeiten bieten, verschiedene Dinge des Alltags des Menschen zu erklären, von denen wir andererweise überhaupt nichts wissen würden. Seit einigen Jahren betreiben Archäologen eine etwas speziellere Art der Schatzsuche. In Höhlen und Stollen graben sie nach Paläofäkalien, also uralten, konservierten Kothaufen, die unsere Vorfahren hinterlassen haben. Sie untersuchen, wie sich unsere Ernährung auf unsere Evolution ausgewirkt hat. So konnten sie zum Beispiel herausfinden, weshalb viele Menschen der nördlichen Hemisphäre heute Milchprodukte besser verdauen können. Das ist nämlich gar nicht selbstverständlich. Denn das Enzym, das es uns als Säuglingen ermöglicht, Milch zu verdauen, bildet sich mit dem Alter zurück.
Trotzdem sind heute bis zu 80% der skandinavischen Bevölkerung ein Leben lang laktosetolerant. Die Kotfunde zeigten, dass sie diese genetische Anpassung offenbar ihren bärtigen Vorfahren verdanken. Durch die Besiedlung karger Landstriche im hohen Norden konnten die Wikinger kaum Landwirtschaft betreiben und ernährten sich deshalb hauptsächlich von Milchprodukten. Ihre Gene passten sich unter dem Selektionsdruck der Ernährung an. Und so lässt sich aus den alten Fäkalien auch herauslesen, wie sich unser Mikrobiom im Laufe der Zeit veränderte. Während wir uns als Jäger und Sammler an die Nahrungsmittel anpassten, die wir bei der Erschließung neuer Lebensräume vorfinden konnten, begannen wir mit der Sesshaftwerdung vor rund 10.000 Jahren, Nahrungsmittel selbst zu verändern. Wir isolierten spezielle Tier- und Pflanzenarten aus der Natur und züchteten sie. Wir nutzten Hitze und Werkzeuge, um Nahrung zuzubereiten. All das wirkte sich auf unser Mikrobiom aus. Forschende vermuten, dass die vielen verarbeiteten Lebensmittel unsere mikrobiellen Mitbewohner schlichtweg unterfordern. Ihre Vielfalt nimmt ab. Es scheint, dass erst in den letzten 200, 300 Jahren, wahrscheinlich mit dem Anfang der industriellen Revolution, wir eine drastische Änderung des Mikrobioms sehen, die deutlich größer ist als zum Beispiel zwischen den Gorillas und den Schimpansen, die evolutionstechnisch mehrere Millionen Jahre voneinander sich wegentwickelt haben. Selbst verschiedene Affenarten sind sich also von ihrer mikrobiellen Zusammensetzung her ähnlicher als wir heute, beispielsweise dem Sonnenkönig Ludwig XIV. Abgesehen davon, dass der seinen Stuhlgang ungeniert vor seinen Gästen verrichtet haben soll. So zumindest die Legende. Offenbar haben wir es ganz schön verkackt mit unserem Mikrobiom. Ein bisschen ist es so wie mit dem Regenwald. Wir gefährden den Artenreichtum durch unseren Lebensstil enorm. Ernährung, Umwelteinflüsse und Stress reduzieren die mikrobielle Vielfalt in uns. Aber noch eine andere Sache, die wir leider alle einmal benötigen, ist brandgefährlich. Also stellen Sie sich mal vor, wir kommen zur Welt, hier so ein Einmachglas leer. Ja, steriler Darm, dann wird der Darm im ersten Lebensjahr sehr stark, sehr divers, kolonisiert. Wir füllen den Darm auf. Und irgendwann hat sich ein Ökosystem im Darm etabliert, wo die einzelnen Murmeln oder Mikroorganismen miteinander leben. Die profitieren voneinander, wir profitieren von ihnen. Sie sehen, es ist voll. Jetzt stellen Sie sich vor, man geht ins Krankenhaus und man nimmt Antibiotika. Man reduziert jetzt die Menge und Diversität enorm. Und jetzt kommt der Infektionserreger, hat Platz, kann sich ausbreiten, kann uns krank machen. Unsere mikrobiellen Mitbewohner fühlen sich in unserem Darm pudelwohl. Mithilfe einer Schleimschicht gewähren wir ihnen Nahrung und Lebensraum. Sie unterstützen uns dafür bei der Verdauung. Dank dieser Symbiose gelangen Informationen aus dem Mikrobiom bis in unser Gehirn. Wird die Schleimschicht beispielsweise durch eine Infektion angegriffen, können uns aber auch die heimischen Mikroorganismen gefährlich werden. Und wenn die mikrobielle Vielfalt dann noch durch die Einnahme von Antibiotika beeinträchtigt wird, können sich einzelne Erreger ungehindert vermehren und uns Schaden zufügen. Im schlimmsten Fall brauchen wir eine Art Reset-Option. Nur, wie soll das gehen? Ici, vous avez un microbiote sain qui est bien diversifié, qui est le microbiote d'un donneur. Et ici, c'est le microbiote d'un patient qui a reçu trop d'antibiotiques et qui a une infection. Donc on voit qu'il est beaucoup moins diversifié, terne. Voilà. Et donc là, l'objectif de la transplantation fécale, dans ce cas-là, ça va être de changer le microbiote, d'apporter des bonnes bactéries. Donc on va essayer d'abord de chasser le plus possible ce microbiote altéré. Et puis on va apporter un microbiote sain dans l'intestin du patient, le microbiote du donneur, pour recoloniser l'intestin et donc redonner finalement cette diversité qui va empêcher la mauvaise bactérie de se développer. Aber heißt das? Puh. Genau. Die Stuhltransplantation meint einen Kottransfer in den Darm eines Patienten, der bewirken soll, ein artenarmes Mikrobiom mit einem gesunden anzureichern. Um den passenden Kot zu finden, entsteht Europas erste Stuhlprobendatenbank. Doch ein guter Match zwischen Spender und Empfänger ist schwierig, solange wir das Mikrobiom nicht gut genug kennen. Sollten wir also alle darüber nachdenken, eine Probe unseres gesunden Kots im Gefrierfach zu haben, falls wir einmal ernsthaft krank werden?
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste ins Krankenhaus und da steht eine Operation an und da läuft mal Gefahr, dass eventuell Krankenhauskeime Infektionen auslösen, ja, warum nicht? Unsere Fäkalien helfen uns also nicht nur dabei, die Geheimnisse in den Tiefen unseres Darms zu entschlüsseln, sie können uns sogar gesund machen. Wir müssen nur lernen, in ihnen zu lesen wie in einem Buch. Wenn Sie aber schon so viele Wissensschätze über die geheime Welt im Innersten eines jeden von uns bereithalten, was können Sie uns dann erst über die Welt verraten, in der wir alle gemeinsam leben? Was wir mit Abwasser machen können, ist quasi ein Spiegelbild der Gesellschaft zeichnen. Und zwar einmal, was Medikamenten, Drogenkonsum angeht in einer bestimmten Region, aber eben auch, welche Krankheiten und Krankheitserreger sich in dem Abwasser finden. In der Corona-Zeit suchen Forschende nach Methoden, um Verläufe einzelner Pandemiewellen besser vorhersagen zu können. Eine erstaunlich genaue Methode entdeckten sie in der Analyse der Viren im Abwasser. Das hat einen einfachen Grund. Auch infizierte, aber nicht getestete Personen scheiden Viruspartikel mit ihrem Kot aus. Also wir haben zum Beispiel in Frankfurt gesehen, im 2020, dass wir diese zweite Corona-Welle irgendwie so eine Woche ungefähr, bevor die dann in den Inzidenzien sich niedergeschlagen hat, auch im Abwasser schon kommen sehen haben. Abwasseranalysen könnten deshalb ein Tool sein, um kommende Corona-Wellen besser bestimmen und lokalisieren zu können. Auch mögliche Mutationen des Coronavirus wollen die Forschenden aus dem Abwasser herauslesen. Folgen wir der Schatzkarte unserer Ausscheidungen von der Toilette bis ins Klärwerk, dann bieten sich uns noch andere, entlarvende Einblicke in unsere Zivilisation. Nichts entgeht den Argusaugen der Wasserleser. Alles, was wir benutzen, landet am Ende entweder im Müll oder im Abwasser. Wirklich alles. Jedes Jahr legt die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogenmissbrauch einen Bericht vor, in dem der Drogenkonsum in unseren Städten mit Hilfe des Abwassers gemessen wird. Die Tendenz ist stark steigend. Dieser ausufernde Lebensstil bleibt auch nicht ohne Folgen für unsere Umwelt. Die Siedlungsstruktur, die wir jetzt haben, wenn wir damit unser Abwasser in die Gewässer leiten, überfordern wir einfach die Natur und die natürlichen Systeme, weil wir einfach viel mehr Schmutzstoffe eintragen, als die natürlichen Gewässer verarbeiten können oder auch tolerieren können. In den Kläranlagen wird zwar das meiste unserer Hinterlassenschaften aus dem Abwasser herausgefiltert, aber auch hier verrät uns die Wasseranalyse, dass ein kleiner, aber gefährlicher Anteil davon erhalten bleibt. Schadstoffrückstände. Was für Folgen das haben kann, zeigte sich im Jahr 2020 im Sauerland. Ein Mitarbeiter der Umweltbehörde filmte panisch agierende Junglachse in einer Zuchtanlage. Die Tiere wollten das Wasser scheinbar fluchtartig verlassen. Bei einer Wasseranalyse wurden Spuren von Kokain nachgewiesen. Und das ist nur ein besonders ausgefallenes Beispiel. Selbst in den entlegensten Bergseen lässt sich eine besorgniserregende Umweltbelastung durch schädliche Stoffe feststellen. In den Organen von Fischen setzen sich beispielsweise immer mehr synthetische Hormone ab, die unter anderem in der Antibabypille vorkommen. Schon geringe Mengen davon können die Fruchtbarkeit von Fischen stark beeinflussen und bedrohen so den Fortbestand ganzer Populationen. Was diese Schadstoffrückstände für den Menschen bedeuten, ist noch gar nicht geklärt. Deshalb arbeiten Forschende an neuen Methoden, um auch winzigste Schadstoffmengen aus dem Abwasser herauszufiltern. Wir haben hier Aktivkohlesäulen, wo wir jetzt zeigen wollen, wie wir Stoffe wie zum Beispiel Diclofenac, also ein Schmerzmittel, das nicht in die Umwelt gehört, weil es eben auch zum Beispiel auch bei Fischen auf Leber und Niere sich negativ auswirken kann, aus dem Wasser entfernen. Mit der Aktivkohle funktioniert das so ähnlich wie bei einem Parkhaus. Die giftigen Spurenelemente sickern mit dem Wasser in sie ein und besetzen ihre Partikel wie die Autos die freien Stellplätze im Parkhaus. Sind die Parkplätze voll, muss die Aktivkohle ausgetauscht werden. Das Verfahren funktioniert gut, ist aber längst nicht überall Standard. Grund zur Panik mit Blick auf unser Trinkwasser besteht allerdings nicht. Also ich trinke nur Leitungswasser. Also das bestgeschützteste und bestanalysierteste Lebensmittel in Deutschland ist das Trinkwasser aus dem Wasserhahn. Klingt beruhigend. Trotzdem, gibt es nicht auch irgendetwas Gutes, Wertvolles, das wir aus dem Abwasser herausholen können? Aber wer käme hier auf die Idee, nach Gold zu suchen? Der Klärschlamm ist tatsächlich sowas wie eine Schatzkammer, wo wir alle möglichen Substanzen finden, die entweder endlich sind oder mit einem sehr hohen Energieaufwand hergestellt werden müssen. Also zum Beispiel finden wir Phosphor. Phosphor ist eine endliche Ressource, der mit viel
Umweltschaden abgebaut wird. Das ist alles im Klärschlamm drin und wir können es mit viel weniger Aufwand aus dem Klärschlamm wieder rausholen. Klärschlamm gilt also als Schadstoffsenke unserer Zivilisation, ist aber auch eine Schatzkammer. Denn Phosphor wird von Industrie und Landwirtschaft in rauen Mengen benötigt. Dabei sind wir von Importen aus Ländern wie China oder Kasachstan abhängig. Da geht also echt Potenzial verloren, wenn wir unseren Klärschlamm mitsamt seiner Wertstoffe verbrennen. Zum Beispiel als Brennstoff in unseren Zementwerken. Im Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft wäre es klug, den Phosphor wieder aus dem Klärschlamm zurückzugewinnen. Klärschlamm, wie wir ihn bekommen, ist eine ziemlich eklige Pampe. Sieht ganz hübsch aus, ist aber Matsch. Den trocknen wir zuerst und mahlen ihn. Am besten in einem Schritt. Staubt. Dann kommt er in den Ofen rein mit zu wenig Sauerstoff. Er wird vergast bei sehr hoher Temperatur. Die Schadstoffe gehen raus, die Organik geht raus. Und unten kommt dann die Schlacke, die nur noch den Phosphor enthält. In dieser Schlacke liegt unser Phosphor als Phosphat vor. Phosphat ist ein Molekül aus 4 Sauerstoffatomen und einem Phosphor. Dazu geben wir jetzt noch etwas Kohlenstoff. Und mit dem Kohlenstoff holen wir den Sauerstoff vom Phosphor weg. Der Kohlenstoff liebt den Sauerstoff. Und jeder Kohlenstoff schnappt sich einen Sauerstoff und entkommt als Kohlenmonoxid. Und unser Phosphor ist jetzt als elementarer weißer Phosphor in Gas. Anschließend wird das Gas wieder abgekühlt. Übrig bleibt der weiße Phosphor. Und den können wir gut gebrauchen. Weißer Phosphor ist die reaktivste Form des Phosphors. Das ist elementarer Phosphor. Und weil er so reaktiv ist, kann man alles Mögliche damit machen. Das ist sehr, sehr rein. Deswegen kann auch das alles in die Lebensmittel hinein. Zum Beispiel kennt jeder Cola. In Cola ist Phosphorsäure drin. Wir wollen keinen Dreck in unserer Wurst haben. Deswegen nimmt man auch hier ganz, ganz sauberes Phosphat aus weißem Phosphor. Matratzenschaum, Phosphorflammschutzmittel. Die Streichhölzer haben in ihrer Reibefläche Phosphor. Von Lebensmitteln über Isoliermaterial, von Schaumstoff über Metall und sämtliche Kosmetik- und Chemieprodukte. Weißer Phosphor steckt so gut wie überall drin. Mit Hilfe des Klärschlamms könnten wir bis zu 80% unseres Phosphorbedarfs decken. Kein Wunder, dass die Wissenschaft alles daran setzt, rentable Methoden für die Rückgewinnung zu entwickeln. Ein echter Goldrausch ist losgetreten. Wir sind Zündler, ja? Wir zündeln alles, ja? Wir verbrennen ja Müll, wir verbrennen Klärschlamm, aber wir haben uns jetzt ein Verfahren rausgesucht, wo man beim Zündeln auch noch was Sinnvolles dann dabei rausholen kann. Auch wenn wir Scheiße vielleicht nicht gleich zu Gold machen können, wie im Märchen, stecken wahrhaftige Schätze in ihr. Denn sie liefert uns nicht nur wertvolle Informationen über unsere Gesundheit oder über die Entwicklung unserer Spezies, sie bietet uns auch Blicke in die Zukunft und kann eine nachhaltige Ressource sein. Und weil der miefige Siegeszug unserer Fäkalien gerade erst begonnen hat, dürfen wir gespannt sein, was wir dann noch so alles aus uns herausholen.